Willkommen zurück zu Phoning Home. Mit dabei wieder mal Ion und Annie. Gut. Scheint, als wäre ich ein wenig beschädigt, als wärst du ein wenig beschädigt, Annie. Aber ich glaube, wir müssen so oder so erstmal in das Dörfchen und vergessen ganz schnell, was wir da in der letzten Folge in der Grube so alles gesehen haben. Interessant finde ich, dass hier immer so, ja, wie soll ich das nennen, Commander-Data-Attitüden durchkommen, so von wegen, wir waren mal Atma. Das war ja schon ziemlich am Anfang des Spiels, da wurde, glaube ich, von TR2 irgendwann mal darauf hingewiesen, wieder Terrarium. Ich bin wirklich gut darin, das zu finden, oder? Du bist die Beste. Wo haben wir es denn? Da hinten? Nee, das ist ein... Ist das ein Bösling da hinten? Könnte aber auch unser Terrarium sein. Okay. Terrarium. Ich und meine Sprachfehler. Komm, Arnie. Wir huschen mal hier ins Dorf. Also, dass auch von TR2 die Anmerkung kam, ob die Atmer sich hier weiterentwickelt hätten. Also, als ob ja die maschinelle Daseinsform von uns irgendwann mal gewählt worden wären. Die sehen aber anders aus, Arnie. Vielleicht sind die nicht so bedrohlich. Trotzdem nehme ich, glaube ich, schon mal den Photonenstrahler. Als ob die maschinelle Form halt irgendwie erstrebenswert wäre. Kann ja sein, dass sich Zivilisation, von der wir kommen, weiterentwickelt hat oder entwickelt hat, sagen wir es mal so. Zu maschinellen Wesen oder... wie es ja hier auch von einigen Leuten erträumt wird, sein Bewusstsein irgendwann mal in irgendeine Computerdatei oder in einen Chip zu speichern und damit ewig zu leben und so. Naja, vielleicht waren wir oder war unsere Vorgängerzivilisation genau solche eine. Was ist los? Au! Nee, gemeinsam sind wir stark. Aha! Aber ich glaube, ich muss gleich mal unsere Vitalwerte überprüfen, bevor hier noch so ein Viech auftrifft. Zuerst kümmern wir uns um dich. Du bekommst ein Reparaturkit und bist damit wieder bei 90. Wow. Ach, die werden alle dazu? Das ist aber echt übel. Gleich drum. Aber im Moment haben wir andere Sorgen. Auch deine strukturelle Integrität ist nicht mehr so gewährleistet. Und du bist mir Schutz befohlen. Ergo kümmere ich mich erstmal um dich. Reparaturkit. Brauchen wir Keimlinge. Dann werde ich mir mal einen Platinenreiniger gönnen. So. Weitergeht mit diesen unnötigen Kämpfen. Wir wollen nur nichts Böses. Wir sind friedlich. Oh, guck mal, wie böse die guckt, die kleine Ani. Ah, vorbei. Cool. Ja, Ani, dann kümmern wir uns jetzt erstmal darum, dass wir beide wieder fit werden, ne? Uiuiuiui. So. Das war zwar Verschwendung, aber immerhin. So, also unser Radar zeigt eine Menge an, Arnie. Das heißt, wir können hier eine Menge benötigt Platin rein. Die habe ich gerade verschwendet. Können ja auch nicht herstellen. Da brauchen wir noch Photoniken für. Das heißt aber, wir können hier eine Menge suchen, sammeln und uns auf jeden Fall wieder herstellen. Zwei Wurzeln. Die Musik ist noch auf Kampf, ne? Ich hoffe,
Lass uns erstmal in Ruhe. Ach, ein Sandsturm. Komm, Arni. Rein hier. Mach's dir hier bequem. Du bleibst mal einfach hier. Und ich kümmere mich um die Ressourcen. Ach, jetzt hänge ich fest. Oh nein. Oh nein. Oh, oh doch. Oh, was ein Glück. So, dann extrahieren wir die mal von hier, die Photoniken. Da ist ein Schalter. Nicht genügend Energie. Das heißt also, wir müssen wieder irgendwas reparieren. Pass auf, wir machen mal einen Platinenreiniger. Den brauchen wir für dich. So. Müssen wir mal eben schauen. Korrosionsschutz können wir auch herstellen. Den brauchen wir auch für dich. Und, tja, ich brauche mal eben ein bisschen Energiezelle und ein bisschen tanken. Und dann gehe ich mal exploren, so wie es mein Name ja auch verrät. Oh, wir haben Tag 5. Okay. So, mit so einem Platinenreiniger. Photoniken fehlen immer noch. Oder schon wieder. Mit so einem Platinenreiniger würden wir den Strom wiederherstellen. Okay. Können wir den Generator reparieren? Aber ich denke, wir sammeln erstmal Arni. Hm? Wie gesagt, bleib du mal schön da in dem Hütchen. Kann dir nichts passieren. Da kann dir der blöde Sandsturm nichts anhaben. Und ich drehe hier meine Runden. Und besorge uns den Kram, den wir benötigen. Gut. Erstmal alle Häuschen abwandern. Überblick verloren. Aber da gibt es nochmal Silizium. Ach, Arni. Du solltest doch in der Hütte bleiben. Aber okay. So, fehlen immer noch Photoniken? Wir haben doch so viele gesammelt. Aha. Okay. Eine Hütte ohne was? Tatsache. Gut. Hier gibt es wenigstens Silikon. Silizium. Siliziumwürfel. Ah. Nee, das waren wirklich nicht wenige. Die hätten sich gerne überlebt, um mich begrüßen zu können. Ja, sie hätten sicher gerne überlebt. So. Ich hoffe, du sprichst jetzt nicht von den Leuten da in der Hütte. Also ich meine, in dem Graben, in der Hütte. Ah, ihr Lieben. Ihr merkt, die Hitze hinterlässt ihre Spuren. Die hinterlässt nicht nur Spuren. Die macht mich alle. Aber okay. Wir wollen nicht jammern. Geht das nicht. Wir wollen die beiden hier sicher durch die Gegend geleiten. Das geht halt nur, wenn wir genug Ressourcen haben, um auch das zu erbauen, was wir brauchen. So. Wir brauchen Platinenreiniger. Dann machen wir, wollte ich gerade sagen, machen wir zwei von. Brauchen wir natürlich Mytoxen. Hm? Dann nehmen wir auf jeden Fall ein Reparaturkit. Und wenn möglich. Ah, wir brauchen noch Mytox. Auf jeden Fall. Gut. Rostschutz. Brauchen wir noch Keimlinge. Kriegen wir alles hin. So. Achso. Erstmal den Strom herstellen. Ich denke, wir müssen eh da oben noch die Solarpaneele reparieren. Gut. Okay, den können wir sammeln. Dann lass mal eben schauen. Wir könnten Nanos herstellen, die brauchen wir aber im Moment noch nicht. Schaltkreise könnten wir. Ja gut, neues Kommunikationsmodul werden wir nicht brauchen. Wir benötigen dringend Keimlinge. Ah, das ist das Metall. Hier kommen wir nicht rein. Noch nicht. Da wird unserer klugen Arni bestimmt was einfallen. So. Wir brauchen Keimlinge. Und wir brauchen Mythos. Da hinten gibt es Keimlinge. Nur Mythos sehe ich im Moment nicht so ganz auf dem Radar. Mythos habe ich gerade nicht auf dem Radar. Aber es ist ja auch in Ordnung. Ach, guck mal, Arni.
sind noch mehr verschüttete Gebäude. Da ist der Gesang wieder. Oh ja, irgendwo da hinten, ne? Ich bin froh, dir ab und zu helfen zu können. Macht keinen Spaß, nutzlos zu sein. Naja, du musst es mal so sehen, Arnie. Wenn ich hier alleine unterwegs wäre, das wäre wirklich öde. Dann habe ich doch lieber jemanden bei mir, der mich ab und an mal ein bisschen nervt, aber mir dafür auch, ja, ein gewisses Gefühl der Sicherheit gibt, mit dem ich mich austauschen kann. Na? Und auch ansonsten ein hilfreicher Wegbegleiter ist, auch wenn ich dich ab und an mal tragen muss, weil du über die Bordsteinkante nicht hochkommst. Aber so ist das. Da haben wir noch ein paar Photoniken. Sehr schön. So, hier nichts. Hier gibt es anscheinend eine Wurzel. Hier gibt es Keimlinge. Sehr schön. 205 Meter. Ach, da ist der Turm. Okay, da müssen wir also sowieso nachher da in die Richtung, Arnie. Dann können wir uns da auch den singenden Stein holen. Nochmal Wurzeln. Mythox! Juhu! Dann stellen wir uns doch direkt... Ja, nochmal ein Platinenreiniger her. Nochmal ein Reparaturkit. Nochmal Treibstoff. Noch eine Energiezelle möchte ich jetzt gar nicht herstellen. Und den Rest nach Bedarf. Arnie, wie sieht's bei dir aus? Zeig mal. Du könntest noch was Korrosionsschutz vertragen. Ich sehe das schon. Mhm. Dazu brauchen wir aber erstmal noch ein paar Keimlinge. Nehmen wir das überschüssige Mythox hier noch mit. Das können wir immer gut gebrauchen. So, noch ein paar Keimlinge, Keimlinge, Keimlinge. Gas können wir nicht mehr sammeln. Keimlinge, her damit. Und noch mehr Keimlinge. Gut, Mythox sind wir. Haben wir die Taschen voll von mit Mythox? Da ist schon wieder so ein Schild, das ich mehr oder weniger übersetzen kann, darf. Cool, jetzt können wir ihre privaten... lese die Spuren, Wanderer, auf diesem Weg zu den Sternen. Vielleicht finden wir irgendwo ein geheimes Tagebuch. Ja, das fände ich eigentlich auch sehr interessant. So, und jetzt nochmal. Lese die Spuren, Wanderer, auf dem Weg zu den Sternen. Okay, ja, ich lese die Spuren auf dem Weg zu... Wolken. Ha, Wolken sind die Spuren. Ja, ja, ich weiß. Unfug. Eine Kerze. Okay. Gut, hier war eigentlich nirgendwo mehr etwas. Wollen wir den mal reparieren? Den Strahler schalten wir, glaube ich, unten ein. Gut. Und... Anhand irgendeines Schalters könnten wir dann eigentlich sehen, ob wir... Yeah! Genug Energie haben. Haben wir. Das ist cool. So, jetzt lass mal schauen, Arnie. Also, wir werden versuchen, noch ein paar Siliziumkuben mitzunehmen. Die scheinen hier in der Hütte zu sein. Hier oder daneben. Da sind sie. Oh, sie sind voll. Was können wir denn damit herstellen mit Siliziumkuben? Eigentlich nur Nanos, ne? Ja. Ah, nee, da war noch was. Der Rostschutz braucht das auch. Ah, da Arnie immer Rostschutz benötigt, würde ich sagen, wir sammeln und... falsche Taste. Ah, und dann fehlen die Keimlinge. Und stellen Rostschutz für dich her, hätte ich gesagt, Arnie. Gut. Mal schauen. Metall, Kuben. Gas, Kuben, Metall. Dann Photoniken. Wie viele Photoniken haben wir denn? 6 Stück. Ist jetzt nicht wenig. Mal
mal schauen, ob wir den Nebel noch mitnehmen können? Ja, können wir. Ah, hier haben wir noch ein Schild. Alle Tumblr-Sichtungen sind den zuständigen Stellen zu melden. Okay, dann heißen diese Leuchtviecher, diese Zinis, also Tumblr. Okay. Hab ich auch wieder mal was gelernt. So, das stört mich ein bisschen, dass ich die ganzen Kuben nicht aufnehmen kann. Deswegen stelle ich jetzt mal eben noch... Ja, können wir uns leisten. Ja. Noch 1-2 Nanos her. Falls wir in die Bedrohung kommen, etwas zu errichten, das Nanos braucht. So. Cool, Ani, wir können. Ah, das Veron nehmen wir nämlich auch noch mit. Gut. Ja, lass uns mal zu diesem Leuchtstein gehen. Zu dem singenden, leuchtenden Stein. Deren Lieder du immer so schön hörst. Oh. Wir haben gutes Wetter, Ani. Hallo, Ani. Ach jetzt. Ach du Ärmste. Du hast echt Probleme mit Bordsteinkanten, ne? Und das, obwohl du so große Antriebsräder hast. Ah. Gut. Ach. Ups. Anima. Kampfstellen mit Luft. Wow. Haben wir gut gemacht. Haha, sieht die böse aus. Das ist alles wieder gut, Dani. Kannst runterkommen. Hoffe ich. Sehr schön. Schaffst du es hier über den hügeligen Teil? Oder muss ich dich mit dem Transporterstrahl erfasst halten? Ja, das wird auf jeden Fall ultra interessant, wenn es hier auch noch diese philosophische Tiefe geben wird. Geben könnte. Ah, nee, erstmal den Kampf umschalten. Dass wir eventuell mal Atma waren. Geht's dir eigentlich ganz gut? Dann sehen wir jetzt erstmal von einer Reparatur ab, bis wir im neuen Dorf sind. Das sieht ja aus wie so eine Raketenstufe oder so. Und außerdem, Ani, vergiss nicht, alle Tumblr-Vorkommen sind den örtlichen Behörden zu melden. So. Können wir ja TR2 sagen. Ani. Was ist los? Oh. Muss ich dich wirklich... Ach, jetzt geht's auf einmal wieder? Auch nicht? Na komm an. Nimm dich mal ein Stück mit. Jetzt solltest du aber wieder selber gehen können, oder? Nicht? Was habe ich denn übersehen? Ist doch eigentlich alles gut bei dir. Korrosion hat einen sehr zerstörerischen Effekt auf Ani. Es beeinflusst ihre Beweglichkeit und zerstört sie irgendwann endgültig. Ja, dann hauen wir direkt mal noch einen rein. Wir brauchen Keimlinge für weitere Exkurse, Ani. Aber sieht wirklich so aus, als müsste ich dich mitnehmen. Also trage ich dich ein Stück des Weges. Geht's denn jetzt wieder? Ja, scheint wieder gut zu gehen. Lag bestimmt nur an irgendeinem Bordstein, der hier unentdeckterweise war. Ich kann mir diese Wüste einfach nicht als Ozean vorstellen. Ja, das ist nicht so einfach. Ein Ozean kann keine Wüste sein. Das ergibt keinen Sinn. Ja, also ein Ozean kann auch keine Wüste sein. Aber die Größe des Schiffswracks deutet zumindest auf ein Meer aus Blut hin. Och, Ani. Du bist eine echte Romanautorin. Ein See aus Blut oder ein Meer aus Blut. Nee, nee, Ani. Es ist leider nun mal so, das ist halt einfach nun mal so, dass sich immer alles im Wandel befindet. Immer alles. Nur die Frage, wie lang man lebt, damit man die Zeiträume des Wandels auch als solche wahrnimmt. Und es kann durchaus sein... Oh, da ist wieder so ein Tumblr. Es kann durchaus sein, dass grüne, wassergefüllte Oasen
dann doch irgendwann einmal zu Wüsten werden. Ja, Anni, ich würde mich gerne noch mehr um dich kümmern. Problem ist nur, wir sind noch ein bisschen vom nächsten Dorf entfernt. Du brauchst nicht zurückzuzahlen, Anni. Eigentlich macht es ja Spaß, gestörte Radiosignale zu sammeln. Ja, der meldet sich bestimmt auch gleich wieder. An den Schwierigen sitzt man tagelang, fragt sich, was sie bedeuten und probiert Algorithmus um Algorithmus. So, mal schauen, ob wir hier. Dann kriegst du die ersten Silben hin. Das ganze Wort. Der Durchbruch. Es ist ein Silbenrätsel. Und nichts geht über unsere Kongresse. Nächstes Mal kommst du mit. So, Anni, ich hoffe, du bist hier ein bisschen geschützt. So, dann lasse ich dich nämlich auch hier. Follower ist abgeschaltet. Ja, ich denke auch, dass wenn ich hier alleine wäre, hätte ich gar nicht so einen Spaß an dem Spiel. Das ist schon cool, dass du dabei bist, Anni. So. Aber lass mal deinen Beschützer hier noch ein bisschen rumsuchen. Bevor mir hier komplett die Energie ausgeht. Nee, ich kann das Tetrarium nicht singen hören. Leider. Ja, ich find's auch schade. Wäre bestimmt schöner. Haha, ja, das ist ein Riesenschiff. Ich wollte da gerade mal eben hoch. Aber da komme ich nicht so hin. Erzähl es nicht, Sister. Aber ich schaue mich gerade nach etwas repräsentativ. Auch du willst auf ein größeres Schiff. Was ich damit sagen will. Ja, raus damit. Raus mit der Sprache. Glaubst du nicht auch, dass ich eine größere Knarre brauche? Gerne. Wenn du damit umgehen kannst. Plasmastrahler für Anni, wir haben ihn. Ich werde hier warten. Ja, wir können ihn auch direkt bauen. Wir haben nämlich Nanos. Juhu. Vorsicht, ihr Tumbler. Ja, Anni, jetzt wird nicht übermütig. Die Jagdsaison ist eröffnet. Werd jetzt nicht übermütig. Wie sagt man so schön, Übermut tut selten gut. Ein bisschen Sprit brauchen wir nicht, aber wir brauchen Energie. Gut. Platinreiniger können wir herstellen, machen wir auch. Treibstoff brauchen wir im Moment nicht, aber so eine Energiezelle wäre schon ganz angenehm. Und ich würde sagen, du hast das... Genau. Du hast das Following von selber eingeschaltet, dann lass uns mal losziehen. Wir können gerne nochmal Ausschau halten, ob es hier noch was für uns gibt. Und oder ob wir hier vielleicht das große Schiff noch... Nee, jetzt fangen die wieder an. Die wieder da? Die sind wieder da, Anni. Komm. Komm, die lassen wir da, wo sie sind. Ach, die sind ja auch hier. Ich habe sie nur übersehen gehabt. Uiuiuiuiui. Wow. So viel. Außer, dass ich jetzt nur noch halbes Leben habe. Und da sind dann auch noch Tumbler. Anni! Wow! Wow! Ja? Weil ich nur 19% habe, ne? Das sehe ich auch so. Ich fand das jetzt auch nicht so toll, aber so ist das. Ja, das stimmt. Der Beweis, dass ich ein fähiger Explorer bin, fällt schwer, wenn ich so gut wie tot bin. Erstmal Pheron extrahieren. Können wir hier noch? Ja, den schwarzen Rückstand können wir auch extrahieren. Aber warum bekommen wir denn hier jetzt noch Ärger? Ist doch keiner mehr da. Verstehe ich im Moment nicht. Wow! Wow, nur noch 14%. Das wird hart, Anni. Und anscheinend hat mich irgendwas so richtig erwischt. Ion, ich habe kein Signal mehr. Bitte melde dich. Ion? Ion? Lass mich nicht alleine. Ja, ich lasse Anni alleine, aber doch nicht dich. Tja.
Wow, ihr Lieben, das war aber jetzt hart. Ich habe das viel zu spät gesehen, dass mir irgendwas die ganze Zeit weiterhin Schaden gemacht hat. Also Schaden zugefügt hat. Ja gut, wir sind auch schon ein paar Minuten dabei. Würde ich sagen, dann ist das ausnahmsweise mal eine kürzere Folge und wir machen weiter in der nächsten Folge. Also wir müssen eh höchstwahrscheinlich nochmal ein bisschen was hier von spielen und naja, dann ist das halt so. Okay, ihr Lieben. War wieder mal cool, dass ihr dabei wart. Gehabt euch wohl, euer jetzt toter Ion, doofer John D. Fool. Und tschüss.